Drogenpolizei nimmt mutmaßliches Dealerpaar in Mülheim fest. 10. Juli 2016, 13.23 Uhr. Foto, Wartsfoto, Pool Mülheim. Ein 36-Jähriger und seine Lebensgefährtin, die mit Drogen gehandelt haben sollen, wurden in der Samstagnacht in Mülheim-Broich festgenommen. Zwei Personen, die mutmaßlich mit Drogen handelten, wurden in der Samstagnacht in Broich festgenommen. Mülheimer Beamte hatten zuvor einen ihnen bereits bekannten Dealer, 36, dabei beobachtet, wie er auf der Straße mutmaßlich mit Drogen handelte. Der Käufer fuhr danach mit dem Fahrrad davon, der Verkäufer wurde weiter observiert. Gegen 22 Uhr sahen die Polizisten, wie ein Wagen mit Essener Kennzeichen vor dem Haus in der Markomannenstraße in Broich anhielt, in das der Dealer zuvor gegangen war. Als der Pkw-Fahrer, 33, kurz danach davon fuhr, wurde er gestoppt und überprüft. Der Fahrer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, auch fand sich im Auto ein Tütchen mit Rauschgift. Der Beifahrer, 35, hatte Marihuana bei sich. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Gegen beide Personen wurde Strafanzeige gestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde anschließend die Wohnung des Drogendealers geöffnet und durchsucht. In der Wohnung konnten weitere Rauschgifte und Amphetamine sowie typische Dealer-Utensilien sichergestellt werden. Die 32-jährige Lebensgefährtin des verdächtigen Dealers, 36, die sich in der Wohnung aufhielt, wurde gemeinsam mit dem 36-Jährigen festgenommen. Beide mussten den Rest der Nacht im Gewahrsam der Polizei verbringen. Polizei nimmt mutmaßliches Dealerpaar in Mülheim fest. Warz.de. Lesen Sie mehr auf http://www.erwissen.de. Städte Mülheim. Polizei nimmt mutmaßliches Dealerpaar in Mülheim fest. Mit 11.993.283. Poli, Mülheim an der Ruhr, Festnahme zweier mutmaßlicher Drogendealer in Broich, Konsument bei Autofahrt gestoppt. 10. Juli 2016, 10.10 Uhr, Essen, Boots, 45.479 mH Broich, Beamte der Mülheimer Polizeiinspektion beobachteten in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 10. Juli, einen ihnen bekannten Dealer, 36J, wie er auf offener Straße mutmaßlich mit Rauschgift handelte. Der Kunde fuhr nach Beginn mit dem Fahrrad davon, der Verkäufer wurde weiter observiert. Gegen 22 Uhr beobachteten die Beamten, wie ein Essener Pkw vor dem Haus in der Markomannenstraße hielt, in das der Dealer zuvor gegangen war. Als der Pkw-Fahrer, 33J, kurze Zeit später wieder davon fuhr, konnte er durch die Beamten angehalten und überprüft werden. Im Auto fanden die Beamten ein Tütchen mit Rauschgift und der Fahrer stand deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Auch in der Kleidung des Beifahrers, 35J, wurde Marihuana gefunden. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Gegen beide Personen wurde eine Strafanzeige gefertigt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde anschließend die Wohnung des Drogendealers geöffnet und durchsucht. In der Wohnung konnten weitere Rauschgifte und Amphetamine sowie typische Dealer-Utensilien sichergestellt werden. Des Weiteren befand sich in der Wohnung noch die 32-jährige Lebensgefährtin des verdächtigen Dealers. Beide wurden festgenommen und dem Gewahrsam der Polizei zugeführt. Rückfragen bitte an Polizei Essen Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon 0201 829 1065, außerhalb der Bürodienstzeit 0201 8.